Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie zur heutigen Videoandacht. Und ich möchte das tun mit dem Monatsspruch für den Monat September. Da heißt es, Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Diese Weisheit begegnet uns heute in einer Erzählung von einem Taubstummen, der wieder hören und sprechen lernt durch die Begegnung mit Jesus. Darum soll es heute gehen, in Texten, Liedern und in der Ansprache. Gott segne uns diese Andacht. Steht bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge, und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hepheta, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurden gelöst. Und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollen's niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Halleluja. Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott.
Kannst du nicht hören? Wenn das eine Mutter zu ihrem Sohn sagt, meint sie selten die Frage, ob er eine Krankheit im Gehörgang hat. Kannst du nicht hören? Diese Frage meint meistens, kannst du nicht hinhören? Kannst du nicht zuhören? Verstehst du nicht, was ich sage? Um das Zuhören geht es oft beim Hören. Und das Wort Hören hat immer diese zweifache Bedeutung. Das rein akustische, etwas wahrnehmen und das Zuhören, das Zugewandtsein. Im heutigen Evangelium geht es um einen Mann, der nicht hören konnte und dementsprechend auch nicht sprechen konnte oder jedenfalls nicht richtig sprechen konnte. In der Begegnung mit Jesus erfährt er Heilung. Jesus nimmt ihn aus der Menge heraus, berührt ihn auf eine für uns befremdliche Weise. Er steckt ihm den Finger ins Ohr und berührt die Zunge mit Speichel. Und dann ist dieser Mann geheilt. Er kann wieder hören. Er kann die alltäglichen Geräusche um ihn herum hören. Das Geschrei der Kinder, der Gesang der Vögel, die Unterhaltungen seiner Mitmenschen. Er kann wieder hören und auch wieder sprechen. Aber vielleicht geht es nicht nur um dieses Hören der Laute, die um ihn sind, sondern es geht in der Begegnung mit Jesus auch darum, dass er wahrnimmt, dass er hinhört, dass hier eine besondere Begegnung mit Gott geschieht. Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen und Elende werden befreit. An diesen Zeichen, so beschreibt es der Evangelist Matthäus, an diesen Zeichen ist erkennbar Gottes Gegenwart. An diesen Zeichen ist erkennbar die messianische Gegenwart. Dass Jesus der Messias ist, ist an solchen Taten zu erkennen. Aber wie viele können das auch nicht wahrnehmen und hören? Im Markus-Evangelium sagt Jesus mehrere Male, wer Ohren hat, der höre. Offenbar ist es so, dass wir bestimmte Dinge immer wieder hören können und sie doch an uns vorbeigehen. Und insofern geht es hier um ein vertieftes Hören. Hephata, tu dich auf, sagt Jesus. Und die Ohren und das Herz des Kranken öffnen sich. Dieses Tu dich auf steht im Zentrum der Erzählung. Tu dich auf. Es ist eine Einladung zum Hinhören, zum Zuhören, zum Verstehen. Diese Einladung zum Hören durchzieht die ganze Bibel. Im Alten Testament ist das große, größte Gebot das Höre Israel. Höre. Und im Buch des Propheten Jesaja findet sich diese Einladung zum Hören noch einmal in ganz anderer Weise. Ich zitiere aus dem 55. Kapitel des Jesaja-Buchs. Warum zahlt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch an Köstlichem laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Höret, so werdet ihr leben, heißt es dort. Und ich verstehe diesen Sonntag so als eine Einladung zum Hören. Das Hören können wir einüben in der Natur,
das Hören auf den Wind, auf die Vögel, auf das Rauschen des Grases. Aber wir können es einüben, genauso in der Begegnung mit anderen Menschen. Das Hören auf das Gegenüber, was mir etwas erzählt. Lassen Sie uns das Hören immer wieder neu lernen. Denn es ist die große Voraussetzung für die Begegnung mit Gott. Höret, so werdet ihr leben. Amen. Lasst uns beten mit den Worten, die Christus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende eines Gottesdienstes wird eine Kollekte eingesammelt. In diesem Fall soll sie bestimmt sein für die Produktion der Videoandachten, die es seit der Corona-Zeit allwöchentlich bei YouTube auf dem Kanal der Friesenkapelle gibt. Eine entsprechende Kontonummer wird dazu eingeblendet. Schwestern und Brüder, dieses Buch ist im Juli erschienen und es ist ein Herzensbuch von mir. Mit 53 nicht allzu heiligen Texten, ein Buch, das sich am Kirchenjahr orientiert, zu jedem Sonntag eine Geschichte. Angedacht heißt es, und der Erlös dieses Buches kommt der Stiftung Userk zugute. Die Stiftung Userk, das heißt übersetzt unsere Kirche, unterstützt unsere Kirchengemeinde, ja ermöglicht überhaupt erst unsere vielfältige soziale, spirituelle und gemeindliche Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Gefallen an diesem Buch findet und wenn ihr es bei uns entweder direkt kauft oder
über unsere Homepage bestellt. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.